So, meine Freunde, da werde ich wieder. Ich habe euch jetzt mal ein gutes, großes Stück vom Kuchen erspart. Wir haben jetzt noch ungefähr 900 Kilometer vor uns bis zur Türkei. Und ich denke mal, das ist nur, kommt euch nur zugute, wenn ich ein paar Kilometer erspare. Ist jetzt auch nichts Großartiges passiert. Die Fahrt war ruhig, es gab keine Unfälle, es gab keine anderen Fahrer gerade. Ich habe jetzt gerade erstmal zum zweiten Mal getankt. Und jetzt schauen wir, dass wir nochmal ein großes Stück natürlich wieder schaffen. Aber es wird definitiv noch mal einen Cut geben, weil, wie gesagt, bei so langen Strecken, und das empfehle ich jedem Eurotruck-Spieler, der entweder ein bisschen ja, frisch damit angefangen hat, das zu spielen, und das wird mir wahrscheinlich jeder Eurotruck-Spieler, der das schon etwas länger spielt, zustimmen, dass man bei so langen Fahrten, wenn man es mit der Gesundheit hat oder auch nicht, ist jetzt egal, dass man hin und wieder mal aufstehen sollte und sich ein bisschen bewegen sollte. Weil wenn man in einer Position die ganze Zeit verharrt, dann und dann urplötzlich ganz schnell aufsteht, das kommt nie gut. Das gleiche, wenn ihr euch hinbeugt zu irgendetwas und ganz schnell aufsteht, dann kann es mich schon passieren, dass euch ja, schwarz vor Augen wird. So, wie gesagt, ich bin immer noch Mr. Vorsichtig. Aber ich komme immer an dieser Stelle. Wartet mal, ich bleib mal ganz kurz stehen. Und schaut mal hier runter. What the fuck, oder? Mal ganz ehrlich. What the fucking is hell is wrong with you, guys. Schaut mal den ganzen Müll, da schwimmen Öltonnen drin rum, riesen Europaletten und alles mögliche, alles andere. What the fuck is wrong with you, guys? Das tut der Umwelt aber nicht gut, nur so by the way. Und wisst ihr, was das Traurige ist? Das ist nicht nur hier im Spiel auch so, dass sowas gibt es auch bestimmt hier in den Landesabstrich auch in echt. Dass es da irgendwo eine Stelle gibt, wo extremst viel Müll im Wasser schwimmt. Plastik, Europaletten, Öltonnen. Das ist für die Natur natürlich gut. Auf jeden Fall. Nicht. So, jetzt müssen wir den Kreisverkehr hier nehmen. Ich muss sagen, ich bin kein Fan von Kreisverkehren in Euro Truck Simulator. Bin ich kein Fan davon. Und ich bin der Meinung, die schlimmsten Kreisverkehre, die es in diesem Spiel gibt, die sind in Italien. Jetzt nicht im Fuß drin, sondern auf den benachbarten zwei Inseln neben dem Fuß, also vor dem Fuß. Kallias und weiß ich, gibt's da, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Kallias oder ich kann kein Italienisch, tut mir furchtbar leid. Jedenfalls gibt es da einen Bereich, der ist übersät mit Kreisverkehren, aber wirklich. Und das war auf den anderen Servern, wo ich drauf gespielt habe, ein Albtraum. Ich habe ja, wie gesagt, früher habe ich auf Simulation 3 mal gespielt, dann gab es auch mal Simulation 4. Bei 2 und 1 bin ich ganz selten drauf gewesen. Wie gesagt, das sind nicht meine beiden Lieblingsserver. Definitiv nicht. Manche würden das wahrscheinlich von euch gerne sehen, weil wir dann mehr Kontakt mit Spielern haben.
Aber wie gesagt, da sträubt sich innerlich was bei mir. So, dass die Sache, ja, wenn ich jetzt mit dem bisschen Geld auf Simulation 1 oder 2 oder 3 fahre, dann kommt bestimmt wieder so ein Euro-Truck-Rambo, rammt mich erstmal ein paar Mal und dann bin ich im Minus. Und ich war mit meinen aktuellen Livestream-Privat-LKW, also Account, schon wegen solchen Euro-Truck-Rambos schon so oft im Minus, das war echt nicht mehr feierlich. Das, wenn ich ganz ehrlich, ich habe. Wenn man vielleicht es in der Webcam sieht, dass ich graue Haare habe, dann aber nur wegen diesen Eurotruck-Rambos. Ich meine, ich denke mal, wir befinden uns jetzt, glaube ich, in Bulgarien, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Weil vor Türkei kommt noch Bulgarien, falls ich mich nicht täusche. Und dann müsste Türkei kommen. Wir haben jetzt schon mal Vilasi, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Mit der werden jetzt eigentlich auch nicht mehr so weit weg sein von unserem Ziel. Also man sieht es hier unten rechts, ungefähr noch 780 Kilometer bis zur Türkei. Und glaubt mir, seid froh, dass ich bei dem Funk auf 9 bin. Weil kommst du in der Nähe von anderen Spielern, die aus diesen Ländern kommen, du kriegst Kopfschmerzen. Nicht weil die extrem viel reden. Aber ich weiß nicht, was bei euch da in Türkei und Bulgarien und Russland so los ist. Aber man könnte echt meinen, dass ihr euch keine guten Mikrofone oder Headsets leisten könnt oder die einfach nicht richtig einstellen tut, weil das quietscht und übersteuert und weiß es ich alles, das ist echt furchtbar. Wie gesagt, du kriegst definitiv Kopfschmerzen. Definitiv. Weil man kann nicht normal ins Mikrofon reinsprechen, nein, man muss reinbrüllen. Oder rein schreien sogar. Geht nicht normal auf normale Lautstärke. Immer extremst laut. Und ich habe nicht nur empfindliche Kopfhörer, also die hören jeden. Wenn jetzt neben mir im Spiel ein Hund furzen würde, ich würde es hören. Sondern ich habe auch empfindliche Ohren. Also. Und ich muss sagen, diese empfindlichen Ohren haben mir das eine oder das andere Mal echt den Arsch gerettet. So wie im Spiel, so auch wie im Real Life. Also anschleichen bei mir im Spiel kann man nicht wirklich. Da müsste ich schon wirklich so extremst auf eine Sache konzentriert sein, dass das einem glückt. Okay, wer hat jetzt Bock auf Sushi? Ich habe hier gerade eine Sushi-Plakat gehabt. Krajowa oder Krajirova? Ich weiß nicht, wie bulgarisch sich anhört. Sind wir jetzt gerade angelangt? Weil ich die Salat-Plakate sehe, also habe ich jetzt sofort Bock auf Salat. So richtig frischen grünen Salat mit Tomaten, mit Weißkraut mit entweder Kopfsalat oder Eisbergsalat. Dazu noch so gewürfelte Toastbrot Würfelchen. Vielleicht, um das Ganze ein bisschen zu verfeinern, ein ganz klein wenig Thunfisch. Boah. Das wollte ich eigentlich vermeiden in Aufnahmen, aber dies ließ sich jetzt nicht vermeiden. Ja, geile, habt ihr das gesehen? Einfach mal kurz zurückspulen. Habt ihr die geile Taxitelefonnummer gesehen? 1234. Einfach mal kurz zurückspulen und mal anhalten. Da war wirklich so eine Taxi-Werbung mit der Telefonnummer 1234. What the fuck?
Und ich warne euch zum Beispiel jetzt mal hier in der zweiten Hälfte der Aufnahme vor. Es könnte sein, dass das eine längere Folge wird als 30 Minuten. Aber ich muss schon trotzdem sagen, ein großes Respekt, Würfelchen, an den Map-Ersteller. Schaut schon geil aus. Ich komme, ohne Schmarrn, wenn ich die Grafik jetzt hier so sehe, komme ich mir in zwei Spielen irgendwie in Erinnerung. Zu einem DayZ und zu anderen der Bausimulator 2015. Aber hauptsächlich DayZ. Kommt wahrscheinlich daher, dass ich zu viel DayZ gespielt habe. Wo ich mir da schon überlegen bin, ob ich da nicht auch mal sowas wie... Ja, wäre es noch ein angezockt, wenn ich das Spiel schon gespielt hätte, schon länger? Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Das Problem ist, also ich bin der Meinung, dass man von DayZ nur ein Let's Play aufnehmen kann, wenn es der eigene Server ist. Weil das Problem an der ganzen Sache ist, ich bin nicht gut im PvP. Ich bin definitiv nicht gut im PvP. So, mal kurz gewogen. Und dann wieder die Briefe überprüfen. Ich glaube, wir sind schon an der. Kann es sein, dass wir schon an der Grenze von der Türkei sind? Kann ich mir noch nicht vorstellen, aber okay. Lass mal unsere Briefe überprüfen und ich trinke mal kurz Cappuccino. Ja, danke schön. Viel Spaß hier noch beim Rumstehen und LKWs überprüfen und Fahrzeuge. Ich glaube, das ist. Also wenn es mal so Momente bei denen, bei den Grenzkontrollen da gibt, ich glaube zum Teil ist das auch manchmal so einfach nur Papierkram, einfach so im Büro hocken, Papierkram machen und wird es nur spannend, wenn auch ein LKW oder ein anderes Transportmittel, Transportauto oder ein normales Auto da durch die Grenze will. Ich glaube, ansonsten ist bei denen kaum, so Pustekuchen was und am Laufen hier. Also, da ist halt meistens dann wahrscheinlich Langeweile, glaube ich. Entschuldigung. Außer natürlich, die finden Büroarbeit spannend oder Papierkram oder wenn sie deren Schranken auf Vordermann halten und so weiter. Ja, das wird definitiv ein längeres Video, weil ich habe jetzt, glaube ich, keine Lust mehr zu cutten. Weil das sind jetzt schon gefühlt 34 Minuten. Und ja, man hat draußen wahrscheinlich jetzt das Hupen gehört. Ich weiß auch nicht, zur Zeit haben es die Leute da draußen vor mein Haus mit den Hupen irgendwie. Da haben es immer welche Leute immer irgendwie eilig.
Ich bin noch gespannt, wo das Ganze noch mit uns hinführen wird, Leute. Ja, ich rede jetzt schon wieder mit diesem nervtötenden Thema Coronavirus. Ich bin gespannt, wo das noch hinführen wird. Ob es irgendwann dann wieder das heißt, okay, jetzt werden doch wieder alle Läden geschlossen, weil ja die Infektionsrate wieder drastisch gestiegen ist. Ich sage mal so, aus Erfahrung wird, aus Fehlern lernt man. Wie gesagt, ist mir schon klar, dass die Leute irgendwo halt wieder ins normale Leben wollen und Geld verdienen wollen. Und aus den wie sagt man, aus den schwarzen, war das schwarze oder rote Zahlen? Ich glaube, rote Zahlen, glaube ich, war das. Aus den roten Zahlen rauskommen wollen, wieder im Plus sein wollen. Viele Leute mussten ja durch diese Corona-Kacke ihre Karriere an den Nagel hängen. Was ich durchaus verstehen kann, dass das richtig scheiß ärgerlich ist. Aber ich sehe das immer so. Was bringt es, diese Lockerung zu machen? Nehmen wir jetzt mal an, du kommst wieder dein Arbeitsleben, arbeitest in einer großen Firma und die Vorarbeiter, die Chefs werden durch diesen Coronavirus krank. Dann heißt es doch wieder automatisch für euch, ja toll, jetzt hocke ich wieder daheim rum. Oder nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Moment. Anderes Beispiel. Die Vorarbeiter, die Chefs und die ganzen Mitarbeiter werden krank. Dann kann überhaupt gar keiner mehr Geld verdienen. Versteht ihr, das kann man, glaube ich, schon als Zwickmühle so ansehen, glaube ich. Okay, Freunde, ich habe mal was anderes beschlossen, weil es doch ein bisschen längere Folgen werden. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt aus dieser Türkei-Reise, so wie ich die Folge nennen werde, Parts. Also, weil das wären jetzt, glaube ich, wenn ich jetzt die Folge mit der anderen Folge zusammentue, Freunde, wären wir locker schon über 40 Minuten. Also habe ich beschlossen, das weiß ich, das habe ich ja leider nicht bedacht in der ersten Folge, aber das sage ich mal hier, dann spreng ich das in Parts auf. Dann hat der Herr Nerox ein bisschen länger was davon, ihr auch, aber ich werde definitiv keine 40 Minuten machen. Außer ihr schreibt fleißig in den Kommentaren, ihr wollt mal eine komplette Tour haben. Also ohne Schnitte und sonst was. Wie gesagt, das alles in den Kommentaren schreiben. Nicht mir persönlich schreiben irgendwo. So, jetzt sammle mich noch zu gefühlt 2 Minuten. Dann ist dieser Part der Reise zur Türkei auch vorbei. Und ich hoffe mal, ich bekomme hier noch eine Möglichkeit, irgendwie oder irgendwo mal kurz zu parken. Ansonsten parke ich einfach mitten auf der Straße, weil wie gesagt, das ist auf diesem Server hier scheißegal. In dich kann keiner reinfahren. So, wartet mal. Vollbremsung. Dann machen wir es mal so. Dann fahre ich hier an die Seite. Wir sind jetzt angelangt in Gotlodoi. Keine Ahnung, ob man das richtig ausspricht. So, zack, zack, zack. Und dann sage ich mal, Dankeschön fürs Zuschauen, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Part von die Reise zur Türkei. Oder die Tour zur Türkei. Eins von beiden. Irgendwie werde ich schon die Folge benennen. Und ich hoffe, es kommt dir zugute, lieber Herr Nerox. Du hast dir das ja gewünscht, dass ich zur Türkei fahren soll. Mache ich natürlich auch. Ich halte mein Wort. Und ja, ich bin gespannt, ob wir da noch heil ankommen und so weiter. Natürlich, denke ich mal schon. Na, sagen wir mal, bis zum nächsten Part. Tschüss.